so, Manni und Billy. Ihr habt eure Strafe nun abgesessen und seid nun entlassen. Aber benehmt euch jetzt. Ich will so schnell nicht wieder mit euch zu tun haben. Ist klar. Wow, schau mal diesen Porsche an. Der muss neu sein. Den sehe ich zum ersten Mal. Sobald wir das Geld haben, kaufe ich mir genau so einen. Wie kannst du jetzt nur an einen Porsche denken? Ich will jetzt erstmal was richtig Gutes essen. Okay, wir treffen uns dann in einer Stunde, um den Plan zu besprechen. Okay, bis dann. Dieses Schloss haben Anna und ich bei uns im Keller gefunden. Ja, das könnte passen, um die Tür zu verriegeln. Das müssen wir sofort ausprobieren. Ich habe mir Papas Werkzeugkoffer ausgeliehen. Damit sind wir gut ausgerüstet. Schau, das Schloss kann man so auf- und zuschieben. Wir müssen es so an der Tür befestigen. Kein Problem. Schrauben habe ich da und einen Akkuschrauber auch. Zum Glück kennst du dich damit so gut aus. Und? Passt doch, oder? Perfekt. Und wer rein will, muss unser Kennwort sagen. Sesam, öffne dich. Genau, und das kennen ja nur wir beide und Anna. Anna kommt übrigens nachher auch noch. Ah, ich höre Schritte. Das ist sie bestimmt schon. Bist du sicher? Das hört sich irgendwie nicht nach Anna an. Wir fragen einfach nach dem Kennwort. Sie weiß es hier. Genau. Ich habe mal noch Schaufeln und Eimer besorgt. Hm, die Tür ist verriegelt. Das ist doch nicht Annas Stimme, oder? Frag nach dem Kennwort, aber verstell vorsichtshalber mal deine Stimme. Wie lautet das Kennwort? Kennwort? Pommes? Okay, das ist auf keinen Fall Anna. Da stimmt was nicht. Die Villa steht scheinbar gar nicht mehr leer. Lass uns schnell abhauen. Sonst bekommen wir nur wieder Ärger und können unseren Plan nicht umsetzen. Ich kann nicht so schnell rennen. Was schleppst du auch schon die ganzen Schaufeln und Eimer mit? Mist, ich hab den Plan verloren. So, jetzt aber schnell. Komm mit, ich kenne noch ein anderes Versteck. Das glaube ich ja nicht. Lisa, das war Manni Mütze und sein Kollege. Was haben die beiden da geredet? Von Schaufeln, Eimern und einem Plan? Irgendwas haben die vor, aber was nur? Wir sollten die ganz, ganz vorsichtig im Auge behalten. Wie lautet das Kennwort? Sesam, öffne dich! Komm schnell rein! Was ist denn los? Du glaubst nicht, was wir gerade erlebt haben. Hier können wir uns vorerst verstecken. Und jetzt erkläre ich den Plan. Wir graben einen Tunnel. Wir fangen hier an und wir graben uns bis hier durch. Das ist genial. Dort holen wir uns das ganze Geld und dann verschwinden wir wieder durch den Tunnel. Das Graben ist aber anstrengend. Denk einfach an das Vermögen, das wir bald haben werden. Oh, liegen hier viele Steine in der Erde. Das ist so mühsam. So langsam müssen wir mal die Erde abtransportieren. Ich übernehme das. Aber ich habe so Hunger. Machen wir zuerst lieber Mittagspause. War das im LKW nicht gerade Manni? Ah, schön, dass er sich gleich eine Arbeit gesucht hat. Schau mal, der Manni und sein Freund sind in dieses Gebäude gegangen. Komm, wir machen einen Räuberleiter. Da ist ganz viel Erde. Ich glaube, die graben ein Loch. Vielleicht wollen sie einen Schatz oder sowas vergraben. Komisch. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Wenn meine Berechnung stimmt, dann müssten es nur noch wenige Zentimeter bis zur Kellerwand sein. Ja, wir sind dort. Okay, Achtung. Haha, wir sind im Banktresor. Gold und Geld, das ist das Paradies. Los, pack alles ein. Was ist denn da plötzlich für ein Loch im Boden? Hallo, Onkel Martin. Hallo, Kinder. Ich bin gerade hier eingesunken. Plötzlich hat der Boden nachgegeben. Das ist ja seltsam. Könnte es sein, dass Manni und sein Freund nicht nur ein Loch, sondern einen Tunnel graben? Zwischen diesem Container und der Bank. Und deshalb gibt hier der Boden nach. Die planen einen Bankraub. Wie
kommt ihr denn auf so eine Idee? Wir haben zufällig ein Gespräch von Manni und seinem Freund mitbekommen und haben sie dann beobachtet. Du musst schnell in der Bank nachsehen. Wir glauben, sie grabt sich gerade in den Keller der Bank. Was? Das wäre ja der Hammer. Jetzt fällt mir ein, ich habe ja Manni mit einem LKW voller Erde gesehen. Und ich dachte, er macht endlich mal eine seriöse Arbeit. Ich gehe sofort nachsehen. Und dann nichts wie weg. Boah, ist das Gold schwer. Bitte, der Tresorraum ist offen. Tatsächlich, ein Tunnel. Oh nein, das ganze Geld und Gold ist weg. Wie kann denn das sein? Ich gehe da gleich hinterher. Hoffentlich erwische ich die Diebe noch. Da hinten kommt uns, glaube ich, jemand nach. Ich schaufle schnell den Gang hinter mir zu. Ach, der Tunnel ist eingebrochen. Ich muss wieder zurück. Oh Mann, ob ich die jetzt noch erwische. Schnell nach oben. Und, was ist? Ihr hattet recht, aber sie sind schon abgehauen. Habt ihr sie denn hier noch irgendwo gesehen? Nein! Haha, so viel Geld und Gold. Jetzt können wir uns alles kaufen. Wir packen unsere Beute in diese Koffer und dann hauen wir ab. Ah, können wir vorher noch was zu essen holen? Ich habe so Hunger. Okay, wir holen schnell was zu essen, dann kaufen wir den Porsche und dann hauen wir sofort ab. Sie sind wirklich weg. Wir müssen überlegen, was sie jetzt wohl machen. Die versuchen sicher, möglichst weit wegzukommen. Ich hätte nach so einer Aktion erstmal Hunger. Ja, Manni denkt bestimmt auch nur ans Essen, wenn er sogar glaubt, Pommes sei das Kennwort. Der isst am liebsten Burger und Pommes. Hm, das könnte sein. Danke, das werde ich überprüfen. Aha, da sind sie doch. Achtung, Overbeck im Anmarsch. Guten Tag, wo sind denn diese zwei Männer, die hier gerade noch standen? Ich habe, glaube ich, gefunden, nach was ich gesucht habe. Hände hoch und keine Bewegung. Alles nur wegen deinen Pommes und Burger. Hätten wir gleich den Porsche geholt, wären wir jetzt schon über alle Berge. Ohne eure Hilfe wären wir Manni und Billy nie auf die Spur gekommen. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Danke. Hier gibt's noch andere Geschichten von uns. Wenn euch eine gefällt, einfach draufklicken, dann geht's gleich weiter. Bis bald. Tschüss.